Biffsi ist zu einer öffentlichen Person geworden. Seit Anfang August ist sie wieder da, zurück in Duisburg mit ihren Eltern. Ihre Tränen nach der Abschiebung aus der Schule heraus haben tausende Menschen bewegt und sie haben Proteste in Gang gesetzt. Kapuze ins Gesicht, lasst mich in Ruhe. Mittlerweile ist Biffsi stärker geworden, selbstbewusster. So haben wir sie auch erlebt. Eine 15-Jährige, die ihren Vater nach Falschmeldungen verteidigt. Er sei schon 1992 in Bayern eingereist und bereits da als Asylbewerber abgelehnt worden. Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Wir müssen das erstmal beweisen, dass das überhaupt mein Vater war. Also ich glaube, dass es nicht mein Vater war. Und der sagt doch selber, dass es nicht er war. Das Bundeskriminalamt und die Stadt Duisburg bestätigen, es war nicht Biffsis Vater. Fakt ist, der Vater hat die Behörden seit seiner Einreise im Jahr 1998 über seine wahre Identität getäuscht. Immer wieder, um nicht abgeschoben werden zu können. Unter falschem Namen waren sie dennoch integriert. Und Biffsi ging aufs Gymnasium. Jetzt die Anmeldung auf dem Amt nach der Rückkehr. Ja, Herr Rana. Sie sind wieder Duisburger. Ja. Okay. Wie geht's euch damit? Super. Ein Problem haben die Ranas dennoch. Im Visum steht, ja, das heißt, da steht, Erwerbstätigkeit ist nicht gestattet. Das heißt, sie dürfen... Das heißt, was meinen Sie? Sie dürfen nicht arbeiten. Okay. Noch hat er keine Arbeitsgenehmigung, dennoch hat er schon einen neuen Job gefunden und will einen Antrag stellen, wieder arbeiten zu dürfen. Diesen Antrag wird die Stadt wohlwollend prüfen, sagt sie. Nicht nur Biffsi und ihre Eltern verändern sich, auch die Mitstreiter, die sich für die Rückkehr der Familie stark gemacht haben. Zum Beispiel die Schülersprecherin Sarah Habibi. Sie gibt Interviews und überzeugt Politiker, dass Biffsi und ihre Eltern zurückkehren können. Ich kann jetzt alles in Frage stellen und bis zu einem gewissen Grad habe ich das vorher auch gemacht. Aber mittlerweile geht das so weit, dass ich auch selbst, glaube ich, mir bewusst bin, was für eine Rolle ich eigentlich so als Bürger dieses Staates spiele und was ich eigentlich verändern kann oder was wir als Menschen eigentlich verändern können. Zeit für den Alltag. Bald fängt die Schule wieder an. Mit Biffsi. Und die beiden Autoren der Hier und Heute Reportage sind jetzt hier bei mir im Studio, Ines Rothmeier und Kai Toss. Ihr habt die Causa Biffsi, sage ich mal, von der Abschiebung bis heute begleitet. Warum habt ihr jetzt nach so vielen kurzen Filmen noch mal so einen langen Film machen müssen? Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man bei der ganzen Geschichte, wo ja unheimlich viel berichtet wurde, vor allem immer tagesaktuell nochmal ausgeruht draufschaut und sich die Geschichte nochmal von Anfang bis, ich sag mal Ende, bis zum jetzigen Zeitpunkt nochmal ganz in Ruhe anschaut. Und dann wird man feststellen, dass, wenn man den Film heute Abend sieht, wir haben den Fokus zum Beispiel auch mal ein Stückchen verlegt, man sieht, dass beispielsweise die Mitschülerinnen von Biffsi da einen ganz prominenten Platz einnehmen, weil die ganze Sache rund um die Familie Rana mit den Schülerinnen was gemacht hat. Da ist politisches Engagement erwachsen, junge Menschen, die bis dahin mit Politik noch nie was, ich sag's mal, salopp an der Brause hatten, engagieren sich politisch und erreichen am Ende auch was. Und das ist einfach super spannend und für solche Geschichten braucht man ein bisschen mehr Zeit. Wenn wir auf die Familie gucken, war vor allem der Vater auch in der ganzen Abschiebegeschichte oft im Fokus. Kai, wie habt ihr das erlebt? Der Vater hat über 14 Jahre tatsächlich die Behörden betrogen. Er hat einen falschen Namen angegeben, einen falschen Pass vorgezeigt. Er hat darüber hinaus einen falschen Lebenslauf gezeigt. Es kam aber auch noch hinzu, dass Medien darüber berichtet haben, dass er angeblich 6 Jahre früher als gedacht schon einmal in Deutschland gewesen sein soll. Auch dem sind wir nachgegangen und wir konnten ganz eindeutig belegen, dass das nicht gestimmt hat. Das Bundeskriminalamt hat dem widersprochen und auch die Stadt Duisburg geht nicht davon aus, dass es so war. Also das ist die eine Seite des Vaters. Auf der anderen Seite hat er dafür gesorgt, dass beispielsweise seine Tochter das Gymnasium besuchen konnte. Er hat fast die ganze Zeit, wo er in Deutschland gelebt hat, auch als Sushi-Koch gearbeitet. Und als er jetzt wiedergekommen ist, hat er sich auch sofort wieder einen neuen Job gesucht. Auch das gehört zur Wahrheit. Ein Gericht hat gesagt, wir gehen davon aus, dass er eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ist. Ich würde da, gelinde gesagt, ein Fragezeichen hintermachen.
Ihr wart ja auch in Nepal bei Biffsi, als sie da war, bei ihrer Tante, als sie da gewohnt. Mhm. Hattet auch engen Kontakt zu ihr, auch als ihr schon wieder in Deutschland wart, Ines. Du hast dann ein Interview mit ihr geführt hier im Garten der Erinnerung. Irgendwie hatte man das Gefühl, du hast einen ganz speziellen Draht zu ihr. Sie vertraut dir auch. Hattest du in der ganzen Zeit der Berichterstattung auch mal das Gefühl, jetzt sind wir hier, jetzt muss ein bisschen Distanz rein, jetzt kommen wir uns echt nah? Also ich glaube, man kann solche Geschichten nicht erzählen, wenn man den Menschen, über die man berichtet, nicht auch ein Stück weit nahe kommt. Gerade eben, wenn man mit einem Mädchen über ein Mädchen berichtet, die 15 Jahre alt ist. Das darf man nicht vergessen. Es war wahnsinnig viel Stress für Biffsi. Also da zu nah dran zu sein, die Angst habe ich eigentlich gar nicht. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, wenn es auch mal kritisch wird, eben wenn solche Vorwürfe noch mal laut werden, die Geschichte, der Vater sei viel früher eingereist, dann scheuen wir uns auch nicht, die richtigen Fragen an der richtigen Stelle zu stellen. Das wird der Film heute Abend auch zeigen. Habt ihr denn jetzt noch was vor in Sachen Biffsi-Berichterstattung? Steht noch was an? Ja, also meine ganz persönliche Haltung dazu ist, es war wahnsinnig viel Stress für die Familie, es war wahnsinnig Stress für Biffsi, für das Mädchen. Und ich wünsche Ihnen, dass jetzt mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Ja. Wenn es aber soweit ist, dass neue Entscheidungen gefällt werden, die über die Zeit von Biffsis Abitur hinausgehen, weil nur so lange darf sie erst einmal hier bleiben und ihre Eltern, wenn es da etwas Neues gibt, dann werden wir da mit Sicherheit wieder drüber berichten. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf eure Reportage. Vielen Dank, Ines Rothmeier und Kai Toss. Danke.